Mein Name ist Michael Burda, ich bin Vorsitzender des Vereins für Sozialpolitik. Neben mir sitzt Monika Schnitzer, meine Nachfolgerin, ab 2015 Vorsitzende des Vereins für Sozialpolitik. Wir wollen ein bisschen erzählen vom Thema der diesjährigen Jahrestagung, das ist die evidenzbasierte Wirtschaftspolitik. Uns fiel auf, in der letzten Zeit Ökonomen immer häufiger gescholten werden, weil bestimmte Antworten nicht parat sind oder Widersprüche entstehen, uns zu eigen zu machen und zum Beispiel in Politikmaßnahmen wie der Mindestlohn, Reform der Sozialversicherungssysteme, Steuerreformen, diese Art von Evidenz in Angriff zu nehmen. Meine Nachfolgerin wird auch weiter erzählen, wie das genau in den kommenden Jahren vom Verein für Sozialpolitik durchgeführt wird. Ja, ich kann genau an das einknüpfen, was mein Vorgänger und mein Vorredner gerade angesprochen hat, nämlich wie können wir denn jetzt im Verein für Sozialpolitik dazu beitragen, dass dieses Thema evidenzbasierte Wirtschaftspolitik sich noch stärker durchsetzt und tatsächlich auch bekannt wird bei den Politikern und in der Öffentlichkeit. Wir haben uns im Verein schon eine Reihe von Maßnahmen überlegt, wie wir dazu beitragen können, dieses Thema stärker im Bewusstsein und in der gelebten Wirklichkeit zu verankern. Insbesondere haben wir schon einen Arbeitskreis gebildet, der sich damit befasst, Leitlinien zusammenzutragen, wie gute Wirksamkeitsanalyse, wie gute methodisch fundierte Wirksamkeitsanalyse durchzuführen ist. Und an diesen Leitlinien, die wir auf unserer Webseite veröffentlichen wollen, können dann beispielsweise Studien, die durchgeführt werden, die in Auftrag gegeben werden, um Evaluation durchzuführen, gemessen werden, sodass wir tatsächlich Standards haben, die als Leitlinie dienen können. Ein zweiter Punkt, der uns beschäftigt, ist, um gute Wirksamkeitsanalysen durchzuführen, braucht man die dafür benötigten Daten. Und auch an der Front wollen wir gerne arbeiten und in den Dialog eintreten mit denen, die Daten bereitstellen können, mit denen, die dafür zuständig sind, wie die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind. Wir werden uns überlegen müssen, wo genau hakt es, wenn wir bisher bestimmte Daten für die Forschung noch nicht zur Verfügung haben, wie kann man das gewährleisten.